Hallo zusammen, heute mal etwas anderes Thema, heute ist Softwareprogrammierung. Und zwar möchte ich euch heute Plattform.io vorstellen und den Vergleich zu der Standard Arduino Library. Das heißt, es wird heute ein etwas anderer Stream. Wir werden heute in den ersten 30 Minuten, also bis ca. 20 Uhr, werde ich euch kurz das Programm vorstellen. Und dann werde ich euch, dann werden wir zusammen einen Online-Workshop schauen. Oder auch beziehungsweise mitmachen, indem es darum geht, eine Arduino-Library zu erstellen und einzubinden. Deswegen gibt es heute auch keine Hintergrundmusik. Also alles, was ihr jetzt hier so Hintergrundgeräuschen hört, ist halt in meinem Wohnzimmer zu hören. Ich musste eben auch noch kurz pausieren, wollte schon gerade klicken und dann fuhr hier gerade ein Zug vorbei, laut hupend. Und da habe ich dann nochmal kurz nicht geklickt. Ich schmeiße mal hier nochmal, dass ihr die Links habt, auch in den Chat. Das so rein, was wir heute machen. Und zwar, was haut auch hin. Genau, da habt ihr jetzt einmal, Entschuldigung, einmal die Links dazu zum Visual Studio Code. Das ist leider, oder naja, leider vielleicht für den einen nicht, auf den anderen schon, von Microsoft. Es ist ein kleiner Wermutstropfen für mich, weil ich so, nicht so ein kleiner, ich mag Microsoft nicht mehr so gerne. Und dann der Link zum Plattform.io. Ihr seht jetzt hier noch die alte Arduino IDE zum Vergleich. Also wir gucken da noch mal kurz rein. Also das, so sieht das quasi aus mit der Arduino IDE, ziemlich vom Design her ziemlich altbacken und ja. So, ihr braucht im Prinzip noch mal hier meinen Browser an. Ja, das ist das, was wir gucken. Habe ich das falsche Tab jetzt? Fangen wir mit dem Tab an. Also, ihr braucht einmal Visual Code, Studio Code. Das könnt ihr hier. Bei mir ist es jetzt dadurch, dass ich Linux habe, schon dann habe ich ausgewählt, dass es ein Debian-File ist. Aber es könnt ihr natürlich auch für Windows x64 und für macOS runterladen. Wenn ihr das dann runtergeladen habt, dann braucht ihr dazu von der Seite plattform.io.org ein Plugin. Wie das installiert wird, zeige ich euch gleich. Bei mir ist es jetzt zwar schon installiert, aber das zeige ich trotzdem. Deswegen, also das sind die beiden Webseiten, die für heute wichtig sind. Oh, mein Kabel hängt hier vom. Hat sich hier ein bisschen verdrübelt. Na, so. Zog der Lautsprecherkabel an mir rum. Das fand ich jetzt nicht nett. Wo ist mein Dings? Ist hier gerade ein bisschen durch. Da sind wir wieder. Genau, das sind also die Plattform.io braucht ihr und den Visual Studio Code müsst ihr euch runterladen. Die Links habt ihr wie gesagt im Chat drin. So, dann mache ich den Browser mal weg und wir gucken uns mal Visual Studio an. Wo ist es? Da ist es. So, das ist jetzt schon mit dem installierten Plattform.io. Und das Schöne ist halt, es sieht halt ein bisschen, auf den ersten Blick zwar auch ein bisschen wurscht aus mit dem Ganzen hier, aber es hat wesentlich mehr Funktionalität. Es wirkt auch durch die ganzen Icons bisschen moderner. Also ihr habt standardmäßig, habt ihr hier über den Extensions, also ihr installiert Visual Studio Code und über die Extensions könnt ihr dann hier das Plattform.io suchen. Hier seht ihr auch schon, hier habe ich schon installiert. Und ich habe hier auch noch Live-Share drauf zum Sharen. Da kann man noch schöne Sachen machen mit anderen Programmierern zusammen coden. Das geht auch mit Plattform.io. Die C++-Bibliothek braucht ihr, glaube ich, nicht unbedingt standardmäßig. Habe ich jetzt hier auch mit installiert. Müsste aber, glaube ich, nicht unbedingt vonnöten sein. Genau, dann habt ihr halt hier diesen schönen Alien-Kopf. Und da habt ihr jetzt jede Menge Möglichkeiten. Ich habe auch noch nicht viel damit gearbeitet, muss ich gestehen, weil es auch noch relativ frisch ist. Und wir haben halt hier, dass er installiert ist, ein neues Projekt. Und können hier ein neues Projekt klicken. Das Schöne ist, dass im Gegensatz zu der Arduino IDE kann man es auch im Stream sehen, die ganzen Pop-ups, das habe ich nämlich schon mal ausgetestet. Deswegen gibt es hier auch irgendwo einen OBS-Test. Und wir machen mal für den Arduino Nano ein Testprojekt. So, dann habt ihr hier, wie ihr schon seht, 788 Boards zur Auswahl.
Das ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt da unendliche Tonnen von Boards, die ich selbst ich noch nicht gehört habe und die wahrscheinlich auch sonst keiner kennt. Das ist halt das Schöne daran, dass man sonst muss man bei der Arduino-ID muss man halt das umständlich über irgendwelche Files importieren. Und hier dieses Plattform.io bringt halt schon ziemlich viele Boards von Haus aus mit, sodass es alles ein bisschen entspannter ist und genau. Wir suchen jetzt mal hier den Nano. Kann man schön dran suchen auch. Genau, da ist ja auch schon. Und ich müsste einen Atom Mega 128 müsste das sein, was ich. Also dann müsst ihr halt gucken, wenn ihr was ihr gerade programmieren wollt. Ob ihr jetzt auch einen Nano habt oder einen Wemos oder was auch immer. Also gibt ihr da massig Zeugs. Nehmen wir den Atmega. Dann nimmt der wird auch das Arduino-Framework aus. Und können wir noch hier Standard-Location, also wo er jetzt das abspeichert, das ist jetzt hier bei mir in Arduino-Projekt oder irgendwo so drin. Genau, und dann klickt ihr halt auf Finish. Und dann macht ihr euch auch das Projekt schon auf. Dann habt ihr hier seht ihr oben, seht ihr jetzt bei mir hier Test 5, das ist das Testprogramm vom, wo ich den Workshop mit angeguckt habe, zu dem Plattform.io. Und dann einmal hier meinen OBS-Test, wo ich getestet habe, was so in OBS zu sehen ist und was nicht zu sehen ist im Stream. Ob ich sowas so zeigen kann mit dem Fensterausschnitt hier. Genau, dann haben wir jetzt hier unser Arduino Nano-Projekt. Können wir einen ausklappen. Da sind ein Pio-Ordner, da ist ein bisschen Sachen drin und das eigentliche Programm liegt in dem Fall unter Source. Da muss zwingend immer eine Main-CPP liegen. Das ist ein bisschen unterschiedlich zur Arduino-IDE, weil da muss es immer eine Projektname.ino sein. Aber da er das hier noch ein bisschen anders kompiliert, also im Endeffekt kommt zwar das gleiche raus oder das ähnliches, aber er macht das ein bisschen anders, deswegen muss es hier klassisches C++, ich glaube ja, was ist gerade eine sichere Datei sein und kann nicht irgendeine Ino-Datei sein. So, dann habt ihr hier noch Tests, wenn man die braucht für die Mikrocontroller-Programmierung, einen Ordner dafür. Also eigentlich schon klassisch, wie man das jetzt von der klassischen IDE gewohnt ist, und zumindest was ich von der Arbeit her kenne. Ich habe zwar nicht jetzt Visual Studio Code, sondern PHP Storm, aber das ist halt sehr ähnlich. Also auch vom Design her, ich kann man sich bestimmt ja auch noch ändern. Ich mag das dunkle Design eigentlich in der Programmierung lieber als das helle von der Arduino-IDE. Und deswegen haben wir auch schon ein Grundgerüst hier. Also da hier unten. Also möchte irgendwas so irgendwas hier lang installieren. Eigentlich auch klar, wie man das kennt mit der Arduino IDE, die Bibliothek. Und dann hat die klassischen beiden Funktionen Setup und Loop, die auch zwingend vorhanden sein müssen. Und dann kann man halt hier, hat man halt hier schön erstmal, dass man hier erst also das, machen das mal ein bisschen, machen es am besten, genau. Wir tippen mal, das heißt, er macht dann auch Autocomplete und zeigt auch an, dass was er da jetzt hier, was man nutzen könnte. Das kann die Arduino-ID zum Beispiel auch nicht. Das ist schon sehr einfach. Das heißt, wir drücken jetzt einfach hier Enter und haben dann schon serial stehen für die Ausgabe auf der Konsole. Habt ihr auch gesehen, er hat das gleich so, als es noch nicht ausgeschrieben hat, auch rot markiert. Das heißt also auch, wenn man irgendwo Syntaxfehler drin hat, wird das gleich angezeigt und man kann das gleich beheben. So wie er das hier, glaube ich, auch bei dem Dings jetzt hier macht. Das heißt, er macht, sagt auch gleich, was er im Prinzip, was er nicht möchte oder was ihm missfällt, was man ändern müsste. Während die Arduino-IDE da erstmal gar nichts sagt, sondern einfach dann erst, wenn man auf Kompilieren drückt, dann sagt hier, da stimmt irgendwas nicht. Was macht man denn die, wenn man gerade viel schreibt oder länger schreibt, zumindest ging es mir das so, dass dann irgendwie das dann nervig war, dann die Fehler zu finden, wenn man das übersehen hat. Zum Beispiel jetzt ein fehlendes Semikolon oder eine fehlende Klammer, gerade auch wenn man was ändert, wenn man einen bestehenden Code nimmt und den modifiziert, wenn man sich neu schreiben will und einfach Funktionen, Methoden rausschmeißt und dann da irgendwie aus Versehen dann nicht beachtet, eine Klammer zu viel drin hat oder zu wenig drin hat. Und dann sieht man das erst beim Kompilieren, während er hier das gleich rot markiert. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man es im Stream sieht, dass es hier so leicht rot unterstrichen ist. Genau. So, serial. Wir wollen das beginnen. Und da war, glaube ich, noch
war das eigentlich mit gleich? Das ist auch immer, können wir das meistens immer nicht so merken, wenn ich es so auch so selten mache. Ich glaube, da war noch Klammer mit 9800 war das, glaube ich. Das ist Serialbeginn, ist halt die Konsole. Die muss einmal beim Installieren ausgeführt werden. Und dann können wir im Loop eine Ausgabe machen auf die Konsole. Auch mit Serial. Und print ln. Print ln ist für, also mit einer neuen Linie, also neue Zeile. Sonst schreibt das hintereinander weg. Und dann schreiben wir da. Hallo Stream rein. So, da hätte ich geschrieben. So, Semikolon dahinter. Und damit wir es nicht zu oft machen, machen wir noch ein Delay rein. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier DE drücke, dann zeigt er mir halt also Delay, Microsoft, Delete und was alles so verfügbar ist. Das macht er auch, wenn man jetzt Bibliotheken hinzufügt, dass er dann auch die Bibliotheken einliest und dann einem anzeigt, was man mit der Bibliothek alles nutzen könnte, wenn man es denn wollte. Können wir auch gleich nochmal machen. Wir wollen jetzt ein Delay haben von, was sehen wir da? 1000. Ist ein bisschen etwas langsamer. So, ihr habt doch gesehen, hier macht das, wenn auch Fehler drin sind, macht er die Dateien auch rot. Dass man auch da sieht, dass Fehler drin sind. Wenn ihr das übrigens mitmachen wollt, dann müsstet ihr im Chat was schreiben und sagen, dass ihr zu schnell bin oder zu langsam bin. Genau, so. Dann ist das, was hier auch sehr schön ist. Ich habe jetzt schon, also ich habe jetzt den Nano angeschlossen hier an den Micro-USB. Bei Windows geht das einfach so. Bei Linux müsst ihr da noch die Rechte auf den USB-Port geben zum Flashen. Weil sonst, wenn er nicht die Root-Rechte hat oder nicht die Schreibrechte hat, dann meckert er rum und sagt, er kann das nicht hochladen. Das macht er hier übrigens auch genauso wie die Arduino IDE. So, und dann habt ihr hier, muss auch mal überlegen, wo war das jetzt? War das in der. Nee, oder war das nicht? Irgendwo fehlt mir jetzt gerade ein Tab. Wo versteckt er sich? Wo ist. Ah, ne, genau, bei Platform.io. Dann habt ihr hier halt Shortcuts für euer Projekt. So, und da habt ihr halt, das ist einfach, könnt ihr halt bauen, Monitor aufmachen, also Monitor. Das Schöne ist halt hier, ihr könnt halt Upload and Monitor machen. Upload and Monitor heißt, dass ihr quasi euer Programm kompiliert. Dann gleich hochflasht auf den Dings und er dann gleich einen Monitor aufmacht, also die Konsole, und das ausgibt. Das können wir jetzt mal machen. Dann läuft er jetzt, er sollte jetzt hier durchlaufen. Macht den Warning, aber die kann man ignorieren. Aber wichtig ist, dass ich natürlich was Mikrocontroller angeschlossen habe, weil sonst würde das natürlich nicht funktionieren. Ne? Ich habe jetzt hier nur ein Nano dran, ich hätte auch was anderes ranschließen können. Was ihr da ranschließt, ist eigentlich egal. Ihr müsst halt nur irgendwas dran haben. Wo er jetzt hier nicht will. Scheinbar. Ob er es angeschlossen hat, die Rechte hat er auch, aber er will nicht, glaube ich. Warum will er nicht? Vorführeffekt. Macht das 10 und bricht gleich ab. Warum? Habe ich irgendwas falsch ausgewählt? Nee. Looking for Upload Point. Nee, FD, Auto Detect, USB 0 hat er richtig gemacht. Programm, habe ich denn doch ein falsches Projekt ausgewählt? Nee, ich habe noch nur dran gemacht. Oder war das ein Admin? Wartet mal kurz, mal gucken, ob ich einen falschen Dings hatte. Ich habe doch einen falschen genommen. Ich habe einen falschen ausgenommen, weil ich nicht den Hund, den ich hätte nicht den Dings, aber das ist nicht so schlimm. Wenn ihr
euch mal vertan habt, wie ich jetzt gerade beim Mikro. Das ist ein bisschen ein Problem, weil es hier so verwirrend viele gibt. Dann habt ihr in eurem Projekt eine Plattform INI. So, und da steht quasi drin, was ihr habt, also was ihr eingetragen habt für euer Projekt. Da könnt ihr das auch ändern. Jetzt wisst ihr, was man jetzt da reinschreiben könnte. Ich lasse das mal irgendwie. Das ist. Kann das eigentlich auch ausführen? Habe ich noch gar nicht probiert. Liegt die 168 vorne. Das ist aber ein anderer. Das sind 328. Probieren wir mal aus, ob damit klarkomme ich das. Wenn ich das einfach nur auf 328 ändere. Mal speichern, dann gucken wir mal, ob das jetzt hinhaut. Das sind halt die kleinen Vorführeffekte. Ja, jetzt haut es auch hin. Und jetzt seht ihr auch unten, dass der Hallo-Stream ausgegeben wird auf der Konsole. Das ist halt das Schöne daran, dass man, wenn man den Upload macht, also wenn man es richtig dann konfiguriert hat und auch den richtigen Microcontroller ausgewählt hat und sich nicht vertan hat, beim Dings, dann kann man halt das auch schön machen. Jetzt, also das ist jetzt Hallo Stream aus. Das ist halt das, was wir eben gerade reingeschrieben haben, ne? Hier Hallo Stream. Es gibt da jetzt alle 1000 Millisekunden waren es, glaube ich, aus. Und das ist halt das Schöne. Wenn man bei der Arduino einlegt, muss man halt immer den Monitor separat aufmachen. Da kann man halt nicht hier so ein Upload im Monitor. Gibt es noch ein bisschen die diverse mehr Funktionen, die man nutzen kann. Also eigentlich quasi alles, wie man das so aus der richtigen IDE gewohnt ist und noch möchte. So, wir machen den mal. Bisschen kleiner hier, der kann im Hintergrund weiterlaufen. So, und dann können wir hier mal ein Adafruit einbilden. Wie ist das? Noch ein paar Minuten. Genau, und habt ihr jetzt hier schon, seht ihr schon, was für Bibliotheken er findet und welche er einbinden kann. Das sind in der Regel Bibliotheken, die ihr schon installiert habt oder Standardbibliotheken. Könnt ihr jetzt auswählen. Ihr seht, ihr habt hier die Adafruit schon installiert. Und genau, fehlt noch eine Klammer. Ihr seht ihr hier schon mal markiert da rot, dass es nicht komplett ist. Das heißt, die Klammer kommt noch hinten dran. Und dann verschwindet auch die rote Klammer. Und dann können wir hier im Setup. Neue Zeile machen und dann Adafruit NeoPixel auch nutzen. Und der war. Gott. Oh, wenn man sich was merken könnte, ich muss mal gucken, rüber kurz gucken. Doppelpunkt war das. Dann kommt halt Doppelpunkt und dann müsste er auch. Das ist, glaube ich, aber falsch, was er. Ach doch, genau, hier ist doch richtig. Aber dann kommt noch eine Klammer hinten dran. Also es hilft natürlich nicht, die ganze halt abzunehmen, sondern halt nur das, was man nutzen kann. Und dann können wir hier jetzt auch mit, lasst mich kurz gucken, wie das war. Ist. Da müsste es sein. Ja, warte mal, irgendwas mache ich gerade falsch. Ich gucke mal in das andere Projekt rein, hat man das nämlich auch gemacht.
Genau, das ist anders gewesen. Kopiere das einfach mal dreisterweise hier raus. Punkt. Müsste es sonst anders machen. Methode, muss man wissen, bis die Methode anfängt. Hehehe. Doch ein Schuh. Doch ein Schuh. Wie war das jetzt? Aber jetzt wisst ihr, wie das war aus dem Kopf. Ich habe das leider in dem Lichtstift habe ich es auch anders gemacht. Ich kann mal noch gucken, ob ich im anderen. Nehmen wir ein Beispiel hier aus Adafruit. Ich bin mir ein bisschen schlecht, mir was zu merken, was ich selten nutze. Ach, genau so war das. Pixels muss das nämlich heißen hier. So, warum war das? Genau, Pixels und dann Punkt. Kann man hier halt auswählen. Color. Können wir Color setzen. Und Color war. Muss er das eigentlich auch? Genau, macht auch. Wenn er es dann gefunden hat, macht er auch halt Vorschläge, wie die Parameter sein müssen. In dem Fall hier rot, gelb und jetzt ist er, markiert er mir schon, dass ich beim Blau bin. Das ist halt auch was die Arduino-IDE nicht kann. Einmal vorzusagen, welche Parameter man die Methode oder Funktion übergeben muss. So dass er hier quasi, jetzt sagt, also es wird jetzt eine komplett weiße LED in dem Falle. Also jetzt oben Pixel ist halt das erste ist halt, weiß nicht, ob das mal auch gemacht, wenn ich hier rüber fahre mit der Maus. Aber theoretisch kann ich auch mit Steuerung Klick mir das anzeigen lassen, genau. Ich drücke jetzt hier die Steuerungstaste noch gedrückt und dann zeigt er halt auch an so ein kleines Dings. Referenz zeigt da halt an. Ach, die ist wieder weg hier. Ach, da ist X. So, wir haben jetzt Pixels, wir haben die Colors, aber ich würde jetzt nicht anzeigen, die LED. Deswegen bräuchten wir noch ein Pixels.show. Vorführen kann ich das eh nicht, weil halt keine LED angeschlossen ist an dem Dings. Das heißt, es ist jetzt einfach nur softwaretechnisch ein bisschen rumgespielt. Ich würde hier mit euch dann nachher auch, also mit dem werden das die Arduino wahrscheinlich gar nicht mehr nutzen, sondern nur noch das Platform.io, weil es halt einfach komfortabler ist auch. Das Einzige, was man jetzt ein bisschen ausblenden muss, ist halt, dass Microsoft ein bisschen so mittrackt, was man hier mitmacht und so weiter. Das ist ein bisschen suboptimal, aber prinzipiell zu verschmerzen für den Komfortgewinn, den man hat, im Gegensatz zu der Arduino-IDD. Kann das dann nochmal zeigen, irgendwie auch nochmal zum Vergleich. Also das wäre jetzt quasi hier. Jetzt haben wir so ein kleines, hätten wir jetzt ein kleines, na, sag schnell, ein kleines Programm geschrieben, womit wir jetzt eine LEDs steuern können, anzeigen könnten, also LEDs auf dem, die verbunden sind mit dem Mano, zeigen könnten, weil sie leuchten müssen oder leuchten sollten. Und parallel dazu halt den Hallo-Stream hier ausgeben in der Konsole. Das mache ich jetzt euch nochmal die Arduino-Vergleich. Mach das Plattform. Na. Mal wieder aus. Genau, das ist halt die eigentliche Arduino-IDE. Und dann machen wir da auch nochmal das andere Fenster, weil das ist sehr ähnlicher. Da, Eigenschaften.
Und zwar möchte ich das Fenster. So, hier ist quasi ein Testprogramm von der Adafruit drin, also da wo ich das eben gerade nachgeguckt habe, wie es geschrieben wurde. Na, komm her. Und hier heißt es zwar Stripe und nicht Pixels. Also hier würde man quasi, wenn man jetzt hier anfängt mit Stripe zu schreiben, da kommt halt nichts. Ne? Also das ist halt eigentlich ein reiner Texteditor mit. Ich mache das jetzt gleich hier auch nochmal. Ne? Deswegen will ich jetzt Color. Ich weiß jetzt aus dem Kopf, wie es ist. Er hilft mir nicht dabei. Er sagt mir nicht, welche Parameter er hier braucht. Er macht halt gar nichts. Ne? Wie 255,255. Ich mache jetzt mal einfach einen Punkt rein. Oder nee, ich mache einfach, nee, mach mal zwei und lasse einen Parameter aus. Das heißt, er markiert jetzt auch gar nicht, dass irgendwie was falsch ist. Ne? Irgendwie. Oder auch wenn ich jetzt hier einen Striepe schreiben würde, also einen Tippfehler habe, Punkt Show. Markiert er zwar das Show irgendwie, aber es ist keine Prüfung drin. Ne? Markiert das zwar, weil er sieht, das ist eine Methode von dem, offensichtlich von dem Stripe-Objekt, aber dass das Stripe-Objekt gar nicht initialisiert ist, das sieht er hier in dem Fall gar nicht. Das heißt, also würde meckert hier gar nicht rum, ich programmiere hier fleißig weiter und würde dann irgendwann jetzt, kann das jetzt auch mal machen hier, wenn ich jetzt hier quasi das Programm, dann würde er jetzt erst quasi meckern und sagen, hier, da stimmt was nicht, ich habe vorne schon falsch geschrieben, sehe ich gar nicht, habe ich gar nicht registriert hier. Ich hatte hier vorne schon mit E geschrieben, also falsch geschrieben in der ersten Zeile. Das habe ich gar nicht registriert und habe es absichtlich in der zweiten nochmal falsch geschrieben. Obwohl es in der ersten schon falsch war. Das habe ich gar nicht jetzt gesehen, aber er meckert es halt jetzt erst an beim Kompilieren. Das heißt, ich würde jetzt hier quasi gucken, ich sehe das andere unten immer noch nicht jetzt mal, ah, ich habe da einen Fehler drin. Dann würde ich jetzt gucken, ah, jetzt scheint es ja zu gehen, weil das meckert er nur an. Und dann mache ich, kompiliere ich nochmal und dann meckert er nochmal an und dann. Und meckert jetzt noch mal, jetzt meckert er irgendwas Komisches an und ich weiß jetzt erstmal gar nicht, was er überhaupt anmeckert. Ich mache das mal jetzt auch richtig hier. Das ist so, jetzt müsste das alles richtig sein. Hä? Jetzt meckert er hier komplett rum. Jetzt meckert er jetzt komplett rum. Das ist doch jetzt richtig geschrieben. Ach so, das ist ja nicht im Setup. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Das hätte jetzt auch die andere ID gesehen, dass ich ja gar nicht im Setup drin bin. Das muss ich jetzt hier machen. Also es ist halt sehr fehleranfälliger. Man sieht halt weniger. Ich merke, er hat da oben gesagt, kein Color hat, aber Color hat er doch. Ach nee, das ist groß geschrieben. Deswegen haben wir es doch groß geschrieben. Ja, so, Color. Das heißt, das Ganze, jetzt haut es hin, das Ganze halt so zu machen, dass es wirklich hier hinhaut, ist mit der Arduino-ID halt sehr fehleranfällig. Und wenn man halt Tippfehler drin hat, Schreibfehler, was auch immer, dann fällt das halt gar nicht auf. Weil auch wenn man jetzt Variablen benennt und die dann irgendwann später verwendet, meckert er halt hier gar nicht rum. Das heißt, das Programm würde gar nicht funktionieren oder beziehungsweise nur zum Teil funktionieren, wenn man da irgendwelche Fehler drin hat oder eben erst am Ende jetzt beim Kompilieren dann meckern. Das heißt also, der Debug-Prozess, den man hat, einfach wenn man das beim Schreiben nicht sieht, dass man da Fehler hat, ist halt der Aufwand ist halt hier mit der Arduino-ID wesentlich größer, während er das in dem mal wieder zum anderen wieder zurück. Wenn das hier halt wesentlich einfacher ist, weil sieht man halt gleich, wenn ich irgendwas hier jetzt falsch schreibe, dass es gleich rot ist, dass da ein Fehler ist, dass er dann halt gleich rummeckert und mir das Real ist unterstreicht und halt das rot macht. Während es bei der anderen, beim Arduino-ID halt überhaupt erstmal keinen Effekt hat, wenn man da was falsch schreibt. Genau, also wenn ihr das nachbauen wollt, auch mal selbst umexperimentieren wollt mit Visual Studio Code, dann könnt ihr das gerne runterladen und dann das Plattform.io dazu installieren. Zum Rumspielen, den günstigen Mikrocontroller ist halt ein Arduino Nano für 6, 7 Euro auf Amazon zu bekommen oder auch noch günstiger bei AliExpress. Oder wenn ihr einfach das
nicht ausgeben wollt, eure lokalen Hackerspaces haben sowas in der Regel auch da. Wobei das momentan mit da mit Ausländern wahrscheinlich eher schwierig ist, weil die alle geschlossen sind. Genau. Das heißt, wir machen es dann auch durch. Das war jetzt der Plan, den Online-Workshop noch zu schauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen heute aus dem Stream. Und wir sehen uns am, lass mich kurz, Ostersonntag wieder. Am Ostersonntag machen wir mit dem Laserspiel weiter.